also der Bass auch wumm macht. Wumm. Mach ich nochmal. Wumm. Servus und wieder mal ein herzliches Willkommen bei AS24, eurem YouTube-Kanal und euer Online-Shop für den geilen Sound im Auto. Das ist der David. Das ist der Olli. Und wir begrüßen euch bei Mission Music. Heute geht es um den Jetta 5. Heißt der Jetta 5? Golf 5. Jetta auf Golf 5 Basis. So. Also, alles zum Verwechseln ähnlich im Auto drin. Wir haben bereits ein neues Autoradio installiert mit kabellosem Apple CarPlay. Alles voll cool. Wir haben einen neuen Sound. Naja, noch ist der Sound nicht gelaufen, aber wir haben neue Frontlautsprecher reingemacht. Wir haben alle Türen gedämmt und haben alles ruhig gemacht. Also beste Voraussetzung, um was jetzt in diesem Teil zu installieren? Eine Endstufe und einen Subwoofer natürlich. Damit mal richtig Bass in die Bude kommt. Machen wir da weiter, wo wir im letzten Teil aufgehört haben, nämlich das Auffinden der Lautsprecherkabel, die wir in der Türe ja verwendet haben. Reindrücken und rausziehen. So, Rücksitzbank mal raus. Also schaut mal, Leute, hier ist auch schon gedämmt. Alles. Die ganze Karre ist schon mal irgendwie behandelt worden. So, und hier haben wir auch tatsächlich abgeschnittene Lautsprecherkabel. Da sind sie alle, wo wir haben. Also, ich habe sie gefunden. Ne? Dann brauchen wir jetzt noch den David, weil der hat ja jetzt unsere neuen Equipment-Sachen, die wir brauchen. Ja, da ist er ja schon. Also, boah, geil, hast du ein paar Woofer mitgebracht. Und noch ein Unikat von GL. Da werden wir sehen, was wir dann letztendlich einbauen. Okay, was haben wir hier alles? Komm, lass mal sehen. Was hast du hier als Endstufe? Eine richtig fette Vierkanal. Eine fette Vierkanal. Von Audio System, die X170.4. Oh, mach mal auf, das Baby. Das sind mal Endstufen, die hat man auch damals so viel verbaut. So große Teile. Boah, die ist schon echt riesengroß, oder? Ich schau dir mal diesen Kaliber an. 4 Lüfter für die Kühlung. Ein riesen Prügel. Und hier haben wir die Stromanschlüsse für ein 35 Quadrat Power-Kabel-Kit. So, so schaut's aus. Das Kabel müssen wir jetzt verlegen. Jetzt haben wir aber noch, wie viele Woofer hast du jetzt da geholt? 3 Stück, jeweils Doppelwoofer. Ich denke, okay, die werden wir brauchen bei diesem Fahrzeug. Also da bin ich jetzt auch gespannt. Lass uns die Dinger gleich mal auspacken. 2 geschlossene. Damit unsere Zuschauer mal sehen, um was es sich überhaupt handelt. Das ist ja nicht nur eine Kiste. Du, wie viel Watt hat eigentlich die Endstufe? 4x170 RMS an 4 Ohm. Bist du deppert? Ja, brutal. Das heißt, das sollte in der Regel reichen. Die hat knapp 1000 Watt RMS für die Woofer. Richtig? Ja. Ja, das ist mega. Also, ja, da freue ich mich schon drauf. Das knallt. Du brauchst wahrscheinlich die 2 Woofer hier, oder? Habe ich das schon richtig gesehen? Die müssten wir jetzt rein theoretisch da reinschrauben. Kannst du mal einen auspacken, dass man den aussieht. Hier habe ich auch ein Leergehäuse, da müssen wir auch erstmal, aber das sind ja echte riesen Dinger. Also wir wissen ja noch gar nicht, welchen wir nehmen, gell? Wir werden sie ausprobieren. Wir werden sie ausprobieren und uns für den besten entscheiden. Das ist so ein Teil und davon kommen 2 Stück in das Gehäuse rein. Hey, und das Ganze, der ganze Kübel steht nachher im Kofferraum drin. Aber David, weißt du, was wir jetzt erstmal machen müssen? Solange da noch nicht so viel Gewicht drin ist, wir müssen erstmal schauen, Probe, ob wir das Ding überhaupt in den Kofferraum kriegen. Genau, Probe sitzen. Ja. Ja. Noch Fragen? Ja. Yeah. Also selbst diese Riesenkiste kriegen wir hier rein in den Jetta. Da sind die Woofer schon drin, oder? Ja, ja, da ist alles fix und fertig bei dem Woofer. So. Und das ist auch ein geschlossenes Gehäuse. Ja, das werden wir natürlich auch ausprobieren. Vom Motorraum in den Innenraum ziehen ist für viele immer so ein. Also wir werden das ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat. Und das machst du und ich mach dabei das andere. Alles klar, gut. Alles geklippt. So.
Motorhaubenöffner weg. Damit können wir auch das letzte Verkleidungsteil hier entklippen. Und die zwei Kabel, die verlängere ich jetzt, damit wir das abgeschnittene Kabel einfach wieder auf die Länge kriegen, damit wir es hinten im Kofferraum zu unserer Endstufe kriegen. Dann löten wir mal im Auto unsere Kabel an. Voila! Unsere neue Lautsprecherkabel jetzt bis zur Endstufe. Fix und fertig. Jetzt haben wir ja alles offen. Natürlich können wir jetzt endlich unsere Cinch-Kabel reinlegen, damit wir hier auch vorne alles zubauen können und wieder das Handschuhfach gerade machen können. Geht mir selber schon auf den Sack. Deckel drauf. Erstmal Handschuhfach wieder drin. Und was natürlich unheimlich hilfreich ist beim Stromziehen, ist ein elendslanger Lautsprecher. Scheiße. Wie heißt das Ding? Schraubenzieher. So, das Kabel tapen wir jetzt schön hier hin. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Silikonspray drauf, dass das auch flutscht. Et voilà. Kabel im Innenraum. Jetzt ziehen wir das komplett hier rein und dann machen wir uns schon den Sicherungshalter im Motor. Et voilà. Sind wir durch? So, der Olli hat es für 3 Stunden zu seinem Bewährungshelfer müssen. Dabei fange ich an, die Karre wieder zusammenzubauen. Und dann fangen wir an mit der Batterie. Pluspol verbinden wir jetzt mal noch nicht, weil wir haben ja später noch einen Kondensatoreinbau und vor allem haben wir hinten ein offenes Pluskabel. So Leute, das A und O ist natürlich eine vernünftige Masse und die bekommst du die sicherste bei Autos nur am Gurtschloss. Du hast das Kabel drin. Ja. Gefühlt 8 Stunden Aufwand. Ja. Bei dir. Aber das ist ja nichts Neues. Wir haben jetzt Kabel alle hier drin. Ich würde mich jetzt drum kümmern, um diese Montageplatte zu bauen, damit wir unsere Endstufe. Wo ist die überhaupt? Warte mal, ich hole mal schnell die Endstufe. Das mega geile Riesenstück werden wir jetzt hier platzieren. David, wäre super, wenn du jetzt schon mal die Bässe zusammenbaust, weil ich will auch unbedingt alle 3 hören. Damit wir uns einen geilen Überblick machen können, welcher Bass ist der beste. Und das wollen wir natürlich auch dann entsprechend einbauen. Und damit ihr seht, dass die Bude wackelt. Also dazu brauchen wir erstmal einen Meterstab. Die Endstufe, jetzt schauen wir mal gerade, jetzt heben wir sie nochmal hin. Wir wollen die Endstufe so, dass man nicht die ganzen Kabel und das ganze Zeug sieht. Zum Schluss reißt man noch was ab. Wir machen sie verkehrt rum hin, also was heißt verkehrt rum? So, dass man von vorne nur die Gitter sieht. Und ja, jetzt machen wir mal eine Platte, die mal fast die gesamte Breite in Anspruch nimmt. 85 auf 35 cm. Auf geht's! Ihr wisst ja, was 35 cm sind. Ja? Um euch das nochmal zu verdeutlichen, das sind 35 cm. Jeder, der jetzt was anderes gedacht hat, stellt sich in die Ecke und schämt sich. Damit so ein Stück Holz besser ausschaut als ein Stück Holz, bekleben wir es mit Bezugsvlies. Ist doch geil, schaut doch hübscher aus als so ein Stück Holz. Auflegen. So. Dann von der anderen Seite nochmal. Dann beziehen wir das Holzstück. Die Ecken zuerst. Das ist unsere bezogene Montageplatte, wo jetzt die Endstufe draufkommt. Und wir machen da natürlich auch unseren Kondensator. Zum Kondensator erzähle ich euch gleich was.
Schaut mal, die haben die ganzen Woofer auch schon zusammengebaut. Voll geil. Also ready zum Hören. Und jetzt liegt da hier unser Kondensator. So einen Kondensator hat man früher oft verbaut. Und zwar gerade bei solchen Endstufen, die so viel Strom brauchen. Weil die Batterie bei einem Bassschlag eigentlich gar nicht in der Lage ist, so viel Strom für diesen kurzen Moment zu produzieren und abzuliefern, damit die Endstufe optimal arbeiten kann. Also der Bass auch wumm macht. Wumm! Mach ich nochmal. Wumm! Und genau das speichert dieser Kondensator. Der hat also nicht viel Energie, aber ist extrem schnell im Aufladen und im Wiederabgeben. Und damit arbeitet die Endstufe jetzt geil und produziert für unseren Subwoofer und auch fürs Frontsystem einen besseren Sound. Und deswegen bauen wir den jetzt mit ein. Neue Endstufen, die so effizient sind und so filigran und vielleicht auch nicht ganz so viel Leistung haben wie die, brauchen vielleicht auch nicht unbedingt einen Kondensator, aber bei solchen großen Endstufen definitiv. Endstufe mal festschrauben, dann kann die schon irgendwo mehr hin. Jetzt haben wir im Auto auch noch ein bisschen Kabelüberschuss. Der Anschluss hier, der wird ungefähr hier sein. Das heißt, wir müssen da nachher irgendwelche Ringösen drauf machen. Zeige ich euch ja gleich alles. Und wir können das Kabel auch ab hier kürzen. Weil mit den Resten können wir den Rest verkabeln. Bäm. Schau, wie das da reinquetscht, das geht kein Millimeter mehr nach. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig. So. Auch das passt ganz hervorragend und den können wir jetzt hier einführen. Ha. So, und festmachen, festmachen. Und den Rest müssen wir tatsächlich jetzt im Auto montieren, weil jetzt kommen die ganzen anderen Kabel, die ich nicht mehr hier montieren kann, sondern vom Auto aus direkt an der Endstufe anschließen muss. So, also machen wir das halt ab ins Auto. So. Wir haben das Teil nagelneu vom VW-Händler bekommen und das werden wir erst dem Tobias hier einbauen. Ach, was ist los? Schaut gut aus. Geht auch wieder. Ah! So. Okay, wie schaut denn das jetzt aus mit der Platte? Habe ich jetzt ein Doppelkinn, wenn ich so schaue? Vierfach, vierfach. Oh, ich glaube, ich bin zu weit vorne. Hey, haben wir jetzt doch ein bisschen Scheiß gebaut. Wie schaut das von der anderen Seite aus? David, schau mal unten rein. Was soll da verkehrt ausschauen? Ja, also schaut's gut aus, oder? Ja, schaut gut aus. Ja, dann machen wir die jetzt so fest, aber irgendjemand muss mir die jetzt helfen zum Halten. Oder ich halte sie und du schraubst. Halten zum Helfen? Halten zum Schrauben. Ich hab dann. Oh, warte, lass mich kurz konzentrieren. Du brauchst jetzt einen Akkubohrer, den du jetzt noch nicht hast. Nee, du haltest. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das schaffst, dann. Und wo soll ich Respekt. Du brauchst einen Akku. Oh. Du brauchst einen Akkuschrauber, den ich schon hergerichtet habe, mit einem Bohrer drin. Nicht mit selbstschneidenden Schrauben. Und dann habe ich schon Schrauben hergerichtet mit einem anderen Akkuaufsatz mit Kreuzschlitz. Oh. Und beides brauchst du jetzt. Oh, weia. Der Typ ist manchmal echt irre. Bitte. So, einmal daher das Ding. Und nu soll ich schrauben oder bohren? Naja, du machst jetzt mal, ich heb das Ding wieder hoch. Ich schaue jetzt mal schnell, wie das Ding hier hingehört. Das gehört ja eigentlich so. Und jetzt sage ich dir, wo du schrauben musst. Ja? Und ein bisschen weiter näher zum Kondensator. Ja? Ja, da machst du es mal hin, bitte. Gut, 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 gut! Das andere muss eine Blechschraube machen. Ja. Oh. Meinst du, die ist scharf genug? Ja, und das Ding jagst jetzt da rein. Kriegst es hin und Vollgas rein. Wow. Hat's gezogen, gell? Ja, jetzt hat's gezogen. So, schau mal, eine Seite ist schon fest. Und jetzt machen wir da vorne zwei. Hoffentlich fällt mir das jetzt nicht runter und du hast es gescheit geschraubt. Vielleicht machen wir da noch mal eine rein. Da? Hier rein. Ja, probier's. Gut. Ich bin halt schon David gegen Herkules, oder wie? Goliath. Goliath, ich bin ein Goliath.
Ich kann ein bisschen mitdrücken. Ja, mit meinem Ranzer. Ja, eigentlich ist die dran. Wenn ich mir jetzt da dran hängen kann, dann fällt es auch nicht weg. Wenn das Ding 120 Kilo aushält. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, das ist unser Subwoofer, den wir hier rüberziehen. Wo ist eigentlich mein Masse? Da sind die anderen Lautsprecherkabel. So, Dalle. Kondensator. Schau mal, da sind jetzt unsere Lautsprecherkabel. Die kommen jetzt auf Kanal 1 und 2. Und unser Subwooferkabel kommt auf Kanal 3 und 4. Gebrückt. Was ist denn gebrückt? Mit 170 Watt schon versorgt. Boah, mir schlafen die Finger ein hier hinten drin, du. Wahnsinn. Bridged, was heißt eigentlich bridged? Wir nehmen rechten und linken Kanal zusammen zu einem und können dafür aber mehr auf den Subwoofer draufknallen. Also mal ganz grob gesagt. Yeah! Nummer eins. Weil jetzt kommt noch das Minuskabel von der anderen Seite. Das müssen wir genauso. Spießen wir das mal eins nach dem anderen auf. Okay, aber es. Wir kommen dem Ende näher. Huch, gleich hab ich's. Willst du auch noch gleich mal voreinstellen, die Endstufe? Ja, klar. Ich bin froh, wenn ich hier rauskomme. Aber ja, mache ich. So. Der ist, wie habe ich gesagt, fest. Endstufe ist jetzt geil unterbracht. Man sieht sie ja eigentlich kaum, durch das, dass sie auch nur schwarz ist. Finde ich echt lässig so anzusehen. Aber jetzt hören wir mal rein und schauen, wie das Ding wirklich klingt. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Alter, du auch, oder? Ja. Also, was haben wir hier an GEMA-freie Musik? Okay, jetzt können wir aber ganz aufdrehen. Das heißt, das Gain würde jetzt doch wieder ein bisschen mehr aufdrehen, dass man noch ein bisschen Spielraum hat. Ach, du hast zurückgenommen gehabt jetzt. Ich habe es gerade ein bisschen zurückgedreht, das Gain. Es wäre mir jetzt zu wenig. Ich will ja aber jetzt auch mal die Grenzen von dem System abloten. So, jetzt können wir noch mal richtig Gas geben. Also jetzt ist es laut, sehr laut eigentlich schon, oder? Ich hätte es gesagt, so ganz kurz vor Schmerz. Ja. Also Lautstärke Gain ist jetzt geil. Das Auto ist ja schon echt mega gedämmt gewesen vorher. Also zumindest mal an großen Flächen. Das Dach, selbst die Heckklappe, alles ist gedämmt. Die Außenhaut, die Innenhaut war jetzt nicht so ideal. Das haben wir noch besser gemacht. Ja. Aber auch die Kabelverlegung in dem Auto drin, mit diesem mega dicken Kabel, das sogar mit Gewebeschlauch überzogen war, tipptopp an der Batterie angeschlossen war, da muss eine mega Anlage drin gewesen sein. Dadurch, dass auch jetzt die Türen total am Arsch waren. Mhm. Also mich würde es interessieren, Leute, kennt ihr den, der dieses Auto vor dem Tobi gefahren hat? Der Tobi hat nämlich diese Anlage nicht drin gehabt. Das war sein Vorgänger und er hat das Auto gekauft. Vielleicht gibt es ja da Bilder von der Anlage, wie sie ursprünglich mal drin war. Jetzt seid ihr gefragt. Vielleicht schickt ihr uns einen Link oder irgendwie sowas zum ursprünglichen Sound von dem Auto. Geil war es jetzt schon. Ich bin begeistert von dem Sound, was jetzt schon drin ist. Also selbst in unserem Firmen-Golf 5 hatten wir nicht so einen geilen Sound. Jetzt allein schon das Frontsystem ohne Subwoofer. Das Ding knallt ja voll her. Auch mit natürlich 170 Watt RMS pro Seite. Also das ist brutal. Ja. So, aber jetzt kommt noch unser Sahnehäubchen. Mit was fangen wir an? Jetzt kommt richtig Bass in die Mucke, in die Karre. Genau. Ich denke, wir fangen mit dem kleinsten an. Warum? Weil es der teuerste ist. Also, oh. Komm, ich mach den Kofferraum auf und wir lupfen das Ding rein. Du alleine? Nee, wir zu zweit. Oh, Mann, du bist einfach ein alter Mann. Du hast schwaches Personal. Ja, wahrscheinlich. Von wem haben sie das bloß? Ja. So, schließ das Ding mal an. Woofer Nummer 1 im Auto drin. Und wie geht's weiter? Anhören. Anhören, aber erst im nächsten Teil, weil dann werden wir alles zeigen. Dann atmen wir mal durch, genau. Atmen wir mal durch. Mit deiner Raucherlunge ganz schön schwer, oder? Ja. Und dann holen wir natürlich auch den Tobi zu uns
und zeigen dem mal, was wir alles gemacht haben. Und ich hoffe, der flippt aus! Der wird ausflippen, oder? Da brauchst du nicht hoffen, der wird ausflippen. Ja, der ist jetzt schon geil auf alles. Der kann wahrscheinlich gar nicht mal richtig schlafen. Also Leute, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, wenn es richtig Bass in der Bude gibt, dann Abo-Button klicken. Und die Glocke. Und einen Daumen hoch vielleicht für uns, für meine Kameraleute, was wir geilen Shoppen machen. Welche Glocke? Die Glocke, du weißt es nicht, du bist nicht so ein YouTuber. Wir wissen das. Ihr wisst es auch, also los geht's, bis zum nächsten Teil, wenn es wieder heißt Miss Music. Music.